Ist ein bisschen spät, Freunde. Aber ich nehme euch gern die Orden ab. Tür zu Shanis Haus, na also. Da gehen wir jetzt zu der nächsten Gefahr. Ich wusste doch, die ist hier irgendwo. Ich bin noch nicht komplett wie. Still. Verschwindet. Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn. Ihr seid tot. Der ist tot. Bei mir hört auch die Leben langsam auf. Kannst du kurz so einen Käse rein, mein Freund? Okay, machen wir gleich weiter, Gerard. Ne, machen wir jetzt schnell. Inventar. Noch ein bisschen Dörr obs kommen. Jetzt gehen wir hier runter. Und wieder davor zu der jungen Dame. Da steht auch die dahinter ist die Stadtwache, perfekt. Ich warte noch kurz. Ach komm, scheiß aufs Warten. Ihr da, verschwindet! Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. Das Risiko, ich ein Stadtwache ist dabei, wie erhofft. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Aber sowas von, Alter. Leute. Das war nicht ohne hier. Ach so, ich drücke die ganze Zeit. Ich bin ein Idiot. Mein Fehler. Sorry, Kollege. Kann ich mit Siegfried reden, ne? Der hier gerade irgendwo stand. Aber mittlerweile nicht mehr. Was ich übrigens sehr schade finde. Da drüben ist er. Geralt, ich habe mich gefragt, ob ihr... Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Habt ihr einen... Nein. Kommt wieder... Geralt? Schade. Ja. Wartet, komm bei dem nicht. Das ist die Lagerhaustür, da muss ich aber irgendwie runter.
ist die Frage, wie ich da runterkomme. Außenrum. Vielleicht wird bis dahin noch ein bisschen was essen. Und was kann ich noch essen? Ganz kurz speichern. Geh mal weg, na Freund. Ich muss da durch. Sprich Freunde und tritt ein. Oh Gott. Ist ein E-Salamandra jetzt da drin und der Typ. Keine Spur von Yavet oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig. Nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Geralt. Ich würde es gerne versuchen. Richtig. Seht ihr? Kein Grund zur Angst. Komm, wir versuchen. Ihr seid auch nicht gerade allein gekommen. Und jetzt handeln wir. Ich traue ihm nicht. Er soll ein Mörder sein und mehr als ein Dutzend unserer Leute aufgeschlitzt haben. Deutlich mehr, ja. Spielen wir nicht, wer hat wen getötet. Das ist Vergangenheit. Uns interessiert die Zukunft. Eure Zukunft, die unangenehm wird, wenn Yavet erfährt, dass ihr ihn betrogen habt. Und glaubt mir, er erfährt es schnell, wenn ihr nicht redet. Eine leere Drohung. Mir macht ihr keine Angst. Genug. Wo ist Yavet? Wo sind die Hexergeheimnisse? Spuckt es aus, ehe ich euch an die Ratten verfüttere. Vincent, haltet ihn auf! Ich weiß nicht. Ich war Assistent des Buchhalters der Salamandra. Yavet vertraute mir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo er ist oder was er vorhat. Und der Professor? Ich weiß es nicht. Der ist weggegangen. Blödsinn. Ihr braucht nur Zuspruch. Ihr habt mir als Gegenleistung für meine Aussage Schutz versprochen. Beim Grab meiner Mutter, ich weiß nichts. Haltet ihn auf, ihr seid auch ein Ordnungshüter. Das ist Mord. Wollt ihr daneben stehen und zusehen? Nein, ich gehe. Außerdem weiß ich, dass ihr bei der Ermordung von Raimunds Familie die Hand im Spiel hattet. Hexer, bringt es schnell hinter euch. Ich habe nicht viel Leben, das ist gerade echt ein bisschen kacke. Von daher... So. Und damit haben wir das auch erledigt. Natürlich alles mitnehmen, schwere Keule brauche ich nicht. So und so. Die Abzeichen bringen Geld, ey. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Mich jetzt interessiert, wo muss ich jetzt hin? Ich soll mich ernsthaft mit Vincent unterhalten. Der Komplize hat Zeuge.
Könnte den auch erstmal sein Fistech bringen, ne? Stramme Hüften, Gasthaus zum haarigen Burn. Best machen wir einen Tag drauf. Ich setze mich da hier zu netten Leuten. Mache ich mal ein Feuer an, Freunde. Ist ja kein Zustand bei euch. Come in. I come to you. Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Orens? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Ich nehme das Gold. Wie ihr wollt. Danke. Wir sind dankbar. Auch Huren haben ihre Ehre, wisst ihr? Die Mädchen sind sicher beeindruckt. Die geben euch bestimmt Rabatt. Schön euch. Servus. Adieu. Ach komm, das ist doch jetzt unfair. Egal, wir warten ein bisschen. Gehen wieder darin in den Kerker. Na, mein Junge, ich baue mir eine Armee aus Kindern auf. Die rennen mir doch eh alle hinterher. Hau ich jeden so eine Waffe hin wie dem vorhin? Und dann läuft er schon. Was ich gar nicht verstehe, ne? Es ist doch der König gegen die. Warum? Kann ich doch nicht einfach zum König gehen? Jetzt kann ich sagen, pass auf, Kollege. Den müssen wir suchen. Da hat hier irgendwo sein Lager. Wir legen die Stadt auseinander. Aber irgendwie will er keine Stadt auseinanderlegen. Leider. Wo ist denn der Typ? Nicht hier, doch da drüben. Ich vergesse meinen anderen Kollegen unten Fistech. Bei gutem Fistech sage ich niemals nein. Erzählt mir etwas von dem gefangenen Salamandra. Aber... ich weiß doch kaum etwas. Wo ist er? Er wurde in Majorans Krankenhaus gebracht. Danke. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Vielleicht, aber nicht heute. Boah, der ist voll dicht, Alter. Adieu. Cooler Typ. Richtig cooler Typ. Ich meine, jetzt war voll sein Ding dran. Geht da weg. Da ist es nämlich auch nicht. Wo ist mein fucking Trank? Ich komme einfach nicht dahinter, ohne Scheiß. Ich brauche verdammt nochmal Schwalbe, Leute. Boah, das ist echt ein Witz, ne? Kann ich mich irgendwie vielleicht in Alchemie hochskillen? Geht das? Ich sehe eine Feuerstelle bei dir, Kollege. Wie ist es im Lagerhaus gelaufen, nachdem ich weg war? Schnell. Gut. Ich muss gestehen, ich hatte etwas mehr erhofft. Aber ein paar Banditen weniger ist auch nicht schlecht. Das war das letzte Mal, dass ihr mich benutzt. Ich bin kein Rächer für jedermann. Ich hatte keine Wahl, glaubt mir. Es kommt nicht wieder vor. Ihr habt mein Wort. Ihr habt vermutlich vor, die Untersuchung fortzusetzen?
Ich habe keine Wahl. Offiziell kann ich nicht helfen, aber ich lasse euch gewähren. Und ich würde gern erfahren, was ihr herausfindet. Ich will über die... Na gut. Jemand hat Ihnen von meiner Verabredung mit der Gorgo erzählt. Was wollt ihr damit andeuten? Der Professor. Nachdem ihr ihn entlassen habt. Ich habe keine Zeit. Ende der Diskussion. Ihr habt den Professor aus dem Gefängnis gelassen. Seine Kaution wurde bezahlt. Gesetz ist Gesetz. Ich verstehe. Was macht ihr nachts? Trefft ihr euren Boss, Azar Javed? Es ist doch nicht unnatürlich, dass ich die Nächte im Händlerviertel verbringe. Woher habt ihr das Gold dafür? Man braucht nicht immer Geld. Wohlhabende Freunde. Ich habe keinen stichhaltigen Beweis. Schieben wir die Entscheidung also auf. Klingt, als wäre aus eurem Gebirge ein Maulwurfshügel geworden. Das passiert, wenn sich Amateure an ernsthafter Arbeit versuchen. Solltet ihr auf echte Hinweise stoßen, schaut wieder vorbei. Ich werde euch ein paar nützliche Ratschläge geben. Okay, das hat mir auch noch nicht viel gebracht. Das heißt jetzt, er lässt mich gewähren. Benötige mehr Beweise. Wo die Informationen von den Abschnittcharaktere. Im Tempelbezirk von Büsima lebt ein Hehler namens Thala. Er hat viele Habseligkeiten, Berengas in seinem Besitz und handelt auch damit illegalen Dingen. Der Hehler ist ein abstoßender Mann mit einem sehr besonders unflätigen unflätigen Ausdrucksweise. Ich weiß, das war nicht wortlaut genau, aber egal. Tagsüber findet man ihn in seinem Lager, das sich im Haus des Tempelbezirks befindet. Thala bietet Berengas 6. Ausrüstung feil. Ich frage mich, wie diese Sache in seinen Besitz kommen können. Dorfhändler, Shanis Haus. Händler Viertel Tor. Ich würde halt auch gerne Shani besuchen, ne? Vielleicht gibt die mir die Möglichkeit ins Krankenhaus zu kommen. Weil der andere Typ lässt mich jetzt auch gewähren, ne? Egal, komm, wir gehen erst zu der anderen. Was macht denn jetzt hier? Keine Ahnung. Hört zu Vivaldis aus. Ihr bringt nur Ärger. Ja, Oma, ist ja okay. Bis bei mir der Ärger auftritt, bist du eh nicht mehr hier. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Pat. Ich hab ein bisschen Geld. Komm. Alter, komm, Junge. Na gut, geht rein. Geht doch. Muss man auch mal was hinlegen, ne? Wir werden alle sterben. Das ist eine Aufführung. Da ist Shani. Geralt, ihr seid aus dem Gefängnis entkommen. Bin ich. Einfach war es nicht. Ich habe von euren Taten gehört. Wie ich sehe, arbeitet ihr im Krankenhaus. Ich kämpfe gegen die Pest. Da ist nicht viel Zeit zum Plaudern. Wann können wir uns unterhalten?
Ich habe ein Zimmer am nördlichen Stadtrand. Kommt nach der Arbeit vorbei. Gut. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Das machen wir später, glaube ich. Man sieht sich. Mach dein Zeug erstmal, Gude. Novizin, kranker Mann. Meine Lungen. Zu dem muss ich, Leute. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ach komm, ey. Immer die Leute bestechen müssen hier oder samsaufen oder sonst was. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Jetzt nicht. Kommt es nächtens wieder. Aber ich habe euch bezahlt. Psst, kommt heute Nacht wieder. Mach ich. Schade, ich muss noch mal mit dir reden. Hallo, Gerald. Hallo. Ich vermisse Ochsenfurt. Ihr könnt jederzeit zu... Nein, ich werde hier gebraucht. Nur wenige sind immun, so wie ihr. Ich wollte reden. Schnell, ich muss zurück. Ja, warte, ich will nur meditieren. Ich habe wieder Talente. Kann ich die jetzt irgendwie... Intelligenz. Identifizieren ermöglicht Gerard Kräuter zu identifizieren. Meine Fresse. Wiederherzustellen. Okay. Und dann soll ich nachts wiederkommen. Mm.